Freunde des Geil YouTube Shorts. Grüß euch! So. So, ich habe jetzt einen Gaming-Stuhl neuen bestellt. Jawohl. So, jetzt machen wir den erstmal Ulf. Ob das funktioniert. Das ist schon interessant. Manche Firmen, die liefern, wie die mit Paketen umgehen. Hier, da guckt zum Beispiel was raus, wenn das nicht schon eine Macke gegeben hat. Auch da unten ist auch kaputt. Junge, 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 Junge. Also, das ist unglaublich. Hoffentlich ist da noch alles heile. So, und das war dazu. Der Stuhl kam mit DHL. Ja. Das ist nämlich normalerweise beschweren, wenn da irgendwas dran ist. So, hier haben wir die Anleitung, glaube ich, ne? Ja. Gucken wir mal, ob es so aussieht. Mist hier raus. So, weg mit dem Dreck. So, da haben wir einmal das Fußgestell. Wunderbar. So. Da haben wir dann die Kopfstütze. Tisch. Eine dicke Schaumstoffplatte. So, das ist das Rückendingsbums. Auch nicht schlecht. Und da packe ich jetzt mal hier den Mülleimer. Auch eine Matte. Ja. Hier haben wir die Lehnen, die kann man dann verstellen. Die kann man auch drehen. Also, wenn man auf dem Ding sitzt, kann man die so machen. Aber dann kommen wir dazu, wenn das Ding steht. Dann zeige ich euch mehr davon. Jetzt muss ich das mal alles aufbauen. Wie ich mich an der Anleitung durchgewurstelt habe, das dauert auch wieder ein bisschen. Das wollt ihr euch bestimmt nicht antun, deswegen kürze ich das einfach mal ab. So, wie versprochen, jetzt ist ein Metallteil da, der Stuhl steht. Ey, ist das geil oder ist das geil? Steht jetzt ganz weit oben, das mit dem LED, ich finde das ja so mega, absolut mega. Ich meine, ich habe 50 weniger bezahlt, als ich den damals bezahlt habe für den Razer. Aber wenn ich alles andere mal Computer-T-Shirts beleuchtet habe und so weiter, passt ja sehr geil da rein. Dieses Mode, Alter, ich habe das jetzt gerade schon ein bisschen laufen, das ist schon Wahnsinn. Schon geil. Das Blöde an der Sache ist, ich habe meinen USB-Hub, der steht halt da. Und die Kabel, die sind nicht so lang, deswegen habe ich meine Powerbank dabei. Die Kabel ist nicht ganz so lang, da muss man direkt unterm Computertisch sitzen und danach muss dann halt den Weg über den Computertisch da an den USB-Hub dran, damit das funktioniert. Ist halt nicht so toll, weil die zu kurz sind, die Kabel. Aber macht ja nichts, wenn du eine Powerbank hast, dann läuft das auch da drüber. Ich habe auch die Fernbedienung dabei, du kannst das Mod noch ein bisschen ändern. Hier, so ist die Fernbedienung dafür. Das ist die Helligkeit. Und dann noch, sieht man da was? Warte mal, ich mach mal weniger. Guck mal, man kann es auf jeden Fall dimmen. Wird immer dunkler, immer dunkler. Ja, damit wird es dann auch langsamer, wenn ich das stelle. Ah, alles klar. Jetzt kann es wieder heller machen. Ist aber, ich habe noch nicht mit der Fernbedienung viel unternommen. Man kann noch ein paar Sachen ausprobieren. Rot, blau, grün und das rot. Rot, ja. Rot ist wie ein U-Boot. Ja. Geil. Ey. So, und dann, was hast du hier oben? Den ich stelle mal scharf. Ja. Keine Ahnung, ich habe mich damit noch nicht befasst, beim Automatik reicht. So. Auf jeden Fall, über der Powerbank läuft das ganz gut. Ich habe genug Powerbanks hier und jetzt geht es weiter. Und zwar habe ich hier an dem Knopf, an diesem, wie man hier sieht, und man hört auch schon, wie es vibriert. Man kann jetzt ist es stärker. Also ist das mal geil oder ist das geil?
Man hat per Knopfdruck drei, vier, fünf verschiedene Varianten, wo man sich eine Massage hinten an den Lendenwirbel, also ne, und das der Rücken. Ist das geil. Also beim Sitzen kommt das bestimmt mal ganz gut, wenn man sagt, man guckt sich jetzt einen Film an oder so, man hat zu vibrieren hinten im Rücken. Also ja, ne, das hat auf jeden Fall was. Im Großen und Ganzen ist das doch ein richtig schnickes Ding. Hoch und runter kann man machen. Wie gesagt, auch wenn man drinnen sitzt, bisschen Kraftaufwand und man kann das so verstellen. Knopfdruck nach oben ziehen, wie beim DX Razer. Da kann man auch die Höhe verstellen. Hier hinten, da mache ich die Klappe auf und da sieht man halt eine Metallplatte. Und die geht dann auch da unten rein. Da macht man auch da zwei Schrauben dran und fertig. Das Rädchen hier hat überhaupt keine Funktion. Das ist nur eine Attrappe, das soll nur gut aussehen und mehr auch nicht. Also, ja. Spannend, mit der Powerbank hat das was, du kannst es überall hinschieben. Du reißt da nicht irgendwie am Computer welche Kabel weg. Das ist so, ist schon mal nicht schlecht. Und wenn sie leer ist, kann man aufladen. Wie gesagt, da ich ja immer Produkttests zugeschickt kriege, habe ich hier noch genug. Ich habe mit weitermachen kann. Von daher ist das schon mal nicht schlecht. Gell? So, mit dem Sinne würde ich euch jetzt mit den Blicken einfach alleine lassen. Wenn euch dieses Video gefallen hat oder euch dieser Schuh gefallen hat, lasst mir doch einfach mal einen Daumen da oder ein Abo. Ich würde mich über euren Zuwachs freuen. Und in dem Sinne würde ich sagen, ich bin raus, reingehauen, euer Virus und ciao mit V.